So, zuerst werden wir uns um den Nudelteig kümmern. Den habe ich gestern schon mal angerührt, weil er am besten über Nacht durchziehen muss. Besteht aus Mehl, Tomatenmark, Salz und Eiern. Am besten in relativ handliche Stücke schneiden. Ein bisschen Mehl hier. Und Mehl ist ganz wichtig beim Nudelmachen, immer schön alles einmehlen. So, dann, wenn man den Vorteil hat, eine Nudelmaschine zu besitzen, dann wäre es empfehlenswert, die Nudelmaschine zu nutzen, ansonsten geht auch das Nudelholz. Das ist aber mehr Arbeit. Bei den Mengen, die wir produzieren, ist eine Nudelmaschine schon recht ratsam. Ruhe ich mir mal das Falten. So, jetzt haben wir den Nudelteig hier. Auf der Nudelmaschine ist es die Stufe 6. Wenn man es mit dem Nudelholz machen sollte, dann sind das so 2-3 mm. Es kann auch ruhig ein bisschen dünner sein. Aber je dünner, desto rissiger ist der Teig. Muss man halt aufpassen. Dann entweder zusammenfalten und schneiden. Oder halt bei jeder Nudelmaschine ist so eine Tagliatellen-Schnittform mit dabei. Einfach. Und dann haben wir hier Portionen Tomatennudeln. Das kann man gut vorbereiten, einfach auf ein gemähtes Blech abdecken, damit es nicht austrocknet. Und dann kann man sich um die anderen Bestandteile des Gerichts kümmern. So, dann widmen wir uns jetzt unserer Forelle. Da werden wir zuerst die Panade herstellen. Die besteht in dem Fall aus Panko-Paniermehl. Das ist ein grobkörniges asiatisches Paniermehl, das aus weißem Brot ohne Rinde gemacht wird. Wird einfach knuspriger und von der Farbe her ein bisschen interessanter. Koriandersamen, da nehmen wir mal ein paar davon. Die tun wir mörsern, einfach das Geschmackshalber. Eine Messerspitze Kardamom. Und Chili, ganz wichtig, sorgt für die nötige Schärfe. Ruhig mit Kern und Schleimhäuten verarbeiten, alles, dass die ganzen ätherischen Öle schön rauskommen. Vielleicht etwas von dem Panko dazu, alles schön verrühren. Ein bisschen Salz und ein bisschen Pfeffer. Platte oder ein Gefäß, wo man die Forellenfilets dann eindrücken kann. Dann geht es weiter mit der Forelle. Die müssten wir natürlich vorher filetieren. Wir beziehen unsere Forellen aus der Forellenzucht am Lachsbach in Radlandshof. Das ist das Nachbardorf direkt neben Schandau. Die habe ich jetzt schon gewaschen und ein bisschen ausgetrocknet. Vor allem innen ist immer noch leichte Schlachtreste. So, dann normaler Rundschnitt hinter der Kieme und dann auf der Mittelgräte hinter durchziehen bis zur Flosse. Okay. Hier Rundschnitt und ein bisschen bis zur Flosse hinter. Jetzt muss man sie noch ein bisschen putzen. Das heißt, die Rückengräte wegschneiden und die ganzen Bauchgräten und den Bauchlappen müssen auch weg. Am besten so nah wie möglich, dass man das Messer noch durch die Bauchgräten sieht. So hat man am wenigsten Verlust bei der Forelle und dann am meisten Genuss, wenn man sie isst. So, jetzt haben wir unsere Forellen schon mal vorbereitet fürs Braten, weil wenn wir dann den Blattspinat blanchieren und die Nudeln kochen, das geht ratzfatz. Nudeln, hausgemachte Nudeln dauern 3 Minuten und dann sind sie schon fertig. Deswegen ein Ei, komplett. Verquirlen. Dann etwas Mehl. Dann die Forellen auf der Fleischseite würzen. Pfeffer.
Zeit. Und ein Spritzer Limette. Wirklich bloß ein Spritzer. Einfach für die nötige Säure. Dann mit beiden Seiten ins Mehl. Schließlich das Mehl abklopfen. Und dann nur mit der Fleischseite durchs Ei ziehen. Dann also durch. Aufpassen, dass die Hautseite nicht so viel abkriegt. Und dann schön erstmal drauflegen. Ein bisschen festdrücken ringsherum. Mit dem zweiten Filet genauso. Links rechts. Durchs Ei. Und in unsere Panade. So dass es dann von allem ein bisschen was drauf hat. Koriander, ein paar Chili und dieses knusprige Panko. So, belassen wir es jetzt erstmal und kümmern uns derweil um den Spinat. So, Wasser aufsetzen, ruhig reichlich salzen. Einfach weil sonst der Spinat in dem Wasser auslaugt. Die ganzen Mineralstoffe, Mineralien, das muss einfach das gleiche Level haben. Sonst haben wir ein schönes Spinatwasser, aber geschmacklosen Spinat. So, jetzt kocht das Wasser. Dann pro Portion, ja, wenn man frischen Spinat nimmt, sollten es schon so 100 Gramm sein. Bei TK-Spinat einfach der Qualität halber, weil es das ganze Jahr die gleiche Qualität hat, kann man ruhig auch so 100, 125 Gramm machen. Kommt halt auf die Saison ein bisschen drauf an. Und sicherlich auch ein bisschen auf den Geldbeutel. So, das reicht eigentlich schon. Nur das ist relativ junger Babyspinat, der braucht nicht lang. Dann haben wir hier Eiswasser vorbereitet. Zum schnellen Abschrecken, damit er nicht die Farbe verliert. Den Spinat unmittelbar nach dem Abschrecken wieder aus dem Eiswasser rausholen, damit er nicht auslaugt. Es ging eigentlich nur darum, dass er seine Farbe behält, damit wir einen schönen Kontrast haben zu der Tomatentagliatelle. Dann Wasser aufsetzen für unsere Tomatentagliatelle. Muss auch reichlich gesalzen werden, salzen wir aber erst, wenn es kocht. Dabei schon mal eine andere kleine Pfanne vorbereiten. Ein bisschen Butter rein, auf kleine Stufe. Da habe ich hier schon mal Zwiebelwürfel vorbereitet. So fein wie möglich, weil die Zwiebel einfach sonst den Vanillegeschmack im Blattspinat stört. Warten, bis das Wasser kocht. Das wird jetzt, das ist zu Hause vielleicht ein bisschen schwierig, weil man alle drei Sachen mit einmal händeln muss. Aber das ist durchaus machbar. Deswegen werden wir jetzt auch schon mal die Pfanne aufsetzen für unsere Forellenfilets. Kleiner Flamme. Wir benutzen da gerne Rapsöl und eine Rapsöl-Buttermischung. Das heißt, einfach für den Geschmack tun wir immer ein, zwei Butterfleckchen mit dazu. Schmeckt einfach besser. Zum Aromatisieren ruhig noch einen kleinen Thymianzweig mit rein. Immer so ein bisschen auf die Butter legen, dass erst wenn die Butter geschmolzen ist, der Thymianzweig auch in die Hitze reinkommt. In der Zwischenzeit ist unsere Butter für den Spinat geschmolzen. Da werden wir jetzt etwas in den Zwiebelwürfeln reingeben. Leicht anschütten. Ein bisschen die Füße rauskippen aus der Zwiebel. Währenddessen kocht unser Nudelwasser. Reichlich salzen. Ruhig das Nudelwasser mit ein bisschen Tomatenmark, was wir sowieso für die Nudeln brauchen, leicht tomatisieren. Einfach, damit das Nudelwasser schon so sehr nach Tomate schmeckt, dass unsere Tomatennudel nicht mehr so auslaugt im Wasser. Dann sind die Zwiebeln mittlerweile glasig. Das wird unser blanchierter Spinat zugegeben. Die einen Seiten ein bisschen ziehen. Dann Pfeffer.
Dann haben wir hier zwei Bälle. Auf der laufenden Karte haben ein Vanillegewürz. Da ist Muskat drin, da ist Salz, Vanillezucker und auch ein Pfeffer. Das können wir damit ein bisschen würzen. Einfach um schon ein bisschen den Vanillegeschmack. Dann einen kleinen Schwab Gemüsebrühe. Dazu. Und ein Löffel, anderthalb Löffel Vanillesoße. Und jetzt auf kleiner Hitze langsam die Vanillesoße wegreduzieren lassen, dass das alles in den Spinat geht. Dann lassen wir so normalisiertes Nudelwasser. Schön. Hat sich das Tomatenmark aufgelöst. Wir tun jetzt die Nudeln langsam einrieseln lassen. Gucken, dass sie nie als Klumpen zusammenhängen. Mal kurz etwas lockern mit Löffel oder mit Gabel. Bis wenn die Butter geschmolzen ist und langsam schäumt, das ist die optimale Temperatur für unsere Forellenfilets. Dann tun wir sie mit der Hautseite, mit der Fleischseite zuerst in die Pfanne. Wenn wir sie mit der Hautseite zuerst in die Pfanne, zieht sich die Haut zusammen, das Filet biegt sich und dann haben wir kein gleichmäßiges Garergebnis. Der Schale dann verbrennt am Rand und in der Mitte bleibt es. So, nach ungefähr 2 Minuten auf mittlerer Hitze. Panko darf man nur mit mittlerer Hitze braten, das ist echt schwierig, sonst verbrennt es eigentlich schnell. Lieber einmal zu viel wenden als zu wenig. Weil das einmal schwarz ist, halb schwarz und dann ist der Geschmack dahin. Dabei unsere Nudeln abgießen. In der Nudeln zur Töse noch ein kleines Butterflöckchen schmelzen lassen. Einfach um dann die Nudeln nochmal wieder anzuschwenken, bevor es losgeht. Obwohl ich die Forelle während des Bratens mit dem heißen Fett mal übergießen. Und gleich darauf achten, dass die Geschmacksgeber nicht verbrennen. Zum Schluss nochmal auf die Fleischseite drehen. Einfach, damit es noch ein bisschen Farbe hat. Dann die Nudeln, das Nudelwasser ruhig auffangen, um die Nudel dann nochmal ein bisschen damit zu lockern, falls sie zu klumpig sein sollte. Einfach ein bisschen von dem Nudelwasser dazu. Stellen. Das hält. Ja. Die Forelle ist auch gleich gut. Unser Spinat hat fast die perfekte Konsistenz. So, dann die Forellenfilets aus der Pfanne nehmen. Kurz mal einen obligatorischen Blick. Ja. Schön goldgelb, knusprig. Abtropfen lassen. Fangen wir mit den Nudeln an. Die einfach mit einer Fleischgabel oder einer Pinzette in dem Fall schön in Form drehen. Mittig anrichten. Dann unseren vanillierten Blattspinat. Recht trocken anrichten, also wenig von der Vanille-Gemüsebrühen-Soße dazu. Ruhig auf den Nudeln anrichten, einfach um ein kleines bisschen Höhe zu erreichen in dem Gericht. So. Dann habe ich hier noch. Was wir in unserem Restaurant zumachen, ist ein bisschen Kürbis-Chutney jetzt zu der Saison. Das wird einfach aus Kürbis, aus Ingwer, aus Orangensaft, Chili, ein bisschen Knoblauch hergestellt. Ist ganz lecker. Und noch ein bisschen rote Beete, Ragout. Das ist einfach für die Farbe. So, jetzt die Forellenfilets. Mit eins mit der Hautseite auf den Spinat. Damit die Panade nicht lätschert wird. Und eins mit der Panade auf die andere Panade. Und noch ein bisschen Weißweinschaum dazu. Jetzt
so Limette garnieren. Und fertig ist unser Forellenfilet Fernost. Ich wünsche Ihnen viel Freude beim Nachkochen. Alle Gastgeber und Rezepte unter www.topfgucker-tv.de